dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die diesen Gottesdienst vorbereitet haben, den Baum geholt und aufgestellt. Ich kann Sie nur einladen, kommen Sie nachher nochmal nach vorne, schauen Sie sich einmal wieder diese schöne Krippe an, die hier vorne steht. Ich hoffe, Sie haben zu Hause auch so einen schönen Baum. Wünsche ich Ihnen. Einladen möchte ich Sie außerdem. Wenn Sie sagen, ach Mensch, jetzt ist mein Lieblingsweihnachtslied immer noch nicht rangekommen oder ich habe das noch nicht oft genug gesungen, dann kommen Sie am zweiten Weihnachtstag rüber nach Blumberg um 14 Uhr. Da essen wir dann noch die letzten staubigen Kekse auf und dann ist Daniel Debo auch da und wir können nach Herzenslust Weihnachtslieder singen und zwar auf Ansage. Also Sie können sich alles wünschen, was irgendwie mit Weihnachten und Advent zu tun hat. Und wir singen das dann alle miteinander. Herzliche Einladung. Zweiter Weihnachtstag, Blumberg, 14 Uhr. Altjahrsabend, 17 Uhr, können Sie von diesem Jahr Abschied nehmen in Wattin. Oder Sie können das neue Jahr begrüßen, zum Beispiel um 14 Uhr am 1. Januar hier in Schönfeld. Dazu sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen. Alles Weitere, was sonst noch so läuft, das finden Sie im Schaukasten oder im Gemeindebrief, den Sie ja sicherlich alle haben. Die Kollekte ist wie jedes Jahr an Heiligabend bestimmt für Brot für die Welt. Da geht es ja nicht nur um Brot, sondern es geht darum, Menschen, die das nötig haben, auch wirklich eine Lebensgrundlage zu geben. In Form von Land, in Form von Bildung, in Form von Saatgut, was auch immer, so dass Menschen fähig sind, ihr Leben selber zu gestalten, ihre Familien selber zu ernähren, dauerhaft. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun können Sie schon einmal die Seite 5 aufschlagen. Und dann